Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier auf ATV. Auch im Bayerischen Landtag ist man in Vorweihnachtsstimmung. Der Christbaum ist geschmückt. Dieses Jahr eine ökologisch angebaute Nordmanntanne aus Eichendorf in Niederbayern. Und wir bleiben bei der Natur. Umweltministerin Ulrike Scharf hat ihre erste Regierungserklärung abgegeben. Der Titel: Auftrag Zukunft, bayerische Klimapolitik für das 21. Jahrhundert. Und wie kommt sie an? Ich begrüße diese Regierungserklärung außerordentlich. Das Thema Klimapolitik ist nicht nur in aller Munde, sondern ist eine Herausforderung, der wir uns gemeinsam stellen müssen. Und Klimapolitik ist auch für einen Wirtschaftsstaatssekretär von zentraler Bedeutung, weil es natürlich nicht nur um mögliche Auflagen für Unternehmen geht, sondern auch um mögliche Produkte oder viele Produktinnovationen, die wir brauchen, um beispielsweise, was das Thema Klimapolitik angeht, bestimmte Dinge auch voranzutreiben. Wie steht das sehr kritisch dem gegenüber? Zum einen ist es so, dass vieles nicht nachvollziehbar ist für mich. Zum einen, da sie will das CO2-Ausstoß von 6.000 Tonnen pro Einwohner auf im Jahr 2050 auf 2 Tonnen, auf unter 2 Tonnen reduzieren, 2030 auf unter 5 Tonnen reduzieren. Sie hat vollkommen außer Acht gelassen, wie sie es machen will. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber ohne jegliche Hinterlegung. Etwa 15% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind übergewichtig, Tendenz steigend. Verschiedene Ärzteschaften und Verbraucherschutzverbände kritisieren, dass gerade die für Kinder beworbenen Lebensmittel ungesund sind. Das will man nun ändern. Zum Thema, wie irreführend ist denn eigentlich die Werbung, wenn es Lebensmittel betrifft, die für Kinder gedacht sind? Ist das ein dringender Handlungsbedarf? Ja gut, da gab es ja Übereinstimmung, wie Sie gesagt haben, nämlich zu sagen, da muss man einfach nachschauen, wenn es diese Irreführung gibt, braucht man da gesetzliche Änderungen, was ist notwendig oder kann es der Bürger erkennen, muss ihm noch Hilfestellung geben, dass eben falsche Informationen erkannt werden und dass die Leute auf das Richtige setzen können. Wir haben ja gesehen, dass also freiwillige Beschränkungen oder freiwillige Regelungen nicht möglich waren. Es reicht eben scheinbar doch nicht aus, dass also Eltern, Erzieher, Ernährungsberater und sonst jemand entsprechende Aufklärungsarbeit leistet, denn die Lebensmittelindustrie und insbesondere auch die Süßwarenindustrie sind ja hier sehr erfolgreich unterwegs. So viel also zur ungesunden Werbepraxis. Das war schon wieder von uns von Plenum TV für diese Woche. In der kommenden sehen wir uns wieder hier bei ATV. Machen Sie es gut. Servus.